Okay, ich wollte eigentlich keine Videos machen, aber das muss jetzt irgendwie raus. Ich habe für das Dezember-Special ein bisschen was an neuen Footage gesucht und habe gedacht, hey, Terra ist for free, es sieht interessant aus, gucke ich doch mal rein. Also erstelle ich mir meinen Charakter und was haben wir hier? Wir haben einen Menschen, ja, schön, interessant. Wir haben sexy Dämonen, wir haben was zum Fick auch immer das hier ist. Wir haben Hochelfen, natürlich, wir haben, oh süß, ein Hündchen. Und was? Wenn ich nicht auf irgendeiner Watchliste bin, weil ich Chatbase auf Twitter folge, dann bin ich spätestens jetzt auf irgendeiner fucking Liste. Und ich reg mich nicht mal auf, weil es lowly shit ist. Ich habe kein Problem damit. Es gibt in vielen Fantasy-Welten Rassen, die aus Menschen sich irgendwie kindähnlich aussehen. Also Halblinge und Gnome und so ein Bullshit zum Beispiel. Aber rein aus Sicht der Spielwelt, wieso gibt es eine Rasse, die ausschließlich aus 10-jährigen Mädchen besteht? Pflanzt die sich durch Zellteilung fort? Springt die einfach aus dem Äther? Wie? Warum? Wer hatte die Idee? Weshalb? Oh Gott!